heißt. Hab ich geschossen. Ich hab Nadja erschossen. Warum denn? Wir haben uns doch nur gestritten. Nein. Das war kein Streit. Das war... Sie hat alles kaputt gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Ich hatte schon so eine Ahnung, als ich vorher nach Hause kam. Ich meine... Ich weiß nicht, es wird immer schlimmer. Ich hab schon richtig Angst. In Nadjas Wohnung. Nach der Arbeit kommt er hin, setzt sich in den Sessel und sagt erstmal gar nichts. Nichts, kein Gruß, nichts. Ja, dann sitzt er da, lehnt sich zurück und wartet darauf, dass ich mich um ihn kümmere. Denke ich jedenfalls immer. Wenn ich ihn dann anspreche, ihn begrüßen will oder was, dann sagt er nur, lass mich doch mal einen Augenblick in Ruhe entspannen. Dann setze ich mich eben auch hin und warte. Ja. Sitzen wir da und schweigen uns an. Das ist grauenvoll. Ja. Nein, das ist ja nur der Anfang. Irgendwann fängt er dann an, mir Fragen zu stellen, was ich denn heute so gemacht habe. Ich fange an zu erzählen, schon unterbricht er mich, sei ehrlich, ich will keine Lügengeschichten mehr hören. Dabei habe ich kaum was gesagt. Ja. Ja, ich sag ihm, dass ich ihn nicht anlüge und dass er mich doch erstmal zu Wort kommen lassen soll. Dann schreit er mich an, ich kann ihn nicht verarschen, er wüsste, was hier gespielt wird, und dass er es furchtbar findet, wie unehrlich ich zu ihm bin. Nee, natürlich nicht. Nee, nichts habe ich ihm gesagt. Ich habe mich gar nicht getraut. Ja. Stattdessen kann ich mir dann sein weinerliches Selbstmitleid anhören. Dass ich ihn nur hintergehe, dass ich ihn nur ausnutze. Ja, und wenn er dann so da sitzt mit verheultem Gesicht, dann tut er mir auch schon wieder leid. Ja, weil ich dann einfach auch denke, dass wir wirklich mal eine ganz tolle Zeit miteinander hatten. Ja. Wieder sicher habe ich dein schlechtes Gewissen wegen dir. Ja, von mir aus kannst du das idiotisch finden, aber ich war wirklich mal in den Typen verliebt. Was? Jetzt fang du nicht auch noch an. Ich bin's nicht mehr. Ja. Dann umarmt er mich und will mich küssen. Ich kann's nicht mehr. Es widert mich an. Ich kann's nicht. Außerdem riecht er immer noch diesen fiesen Lutschbonbons. Ich liebe dich und nicht ihn und es ekelt mich und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mit diesem Typen ins Bett konnte. Ja. Ja, ich werde es ihm heute sagen. Ja, ich verspreche es. Ich verspreche es. Nee, ich ruf an. Ich ruf dich an. Na gut. Ruf du an, wenn du willst. Ja, ich liebe dich. Ich dich auch. Tschüss. Warum tust du mir das an? Es tut mir leid. Was? Was tut dir leid? Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Wie rührend. Warum schleichst du dich auch so rein? Ich bin nicht geschlichen. Ich habe die Schlüssel zu deiner Wohnung und sie so betreten wie jeden Tag. Gib mir den Schlüssel zurück. Bitte.
Und das war's dann? Hallo? Später. Nicht jetzt. Es geht nicht. Jetzt wieder die Nummer mit dem Nasenbluten. Das funktioniert aber nicht mehr. Geh. Was habe ich denn gemacht? Was kann ich denn anders machen? Was? Geh, bitte. Geh endlich. Aus meinem Leben. Lass mich endlich in Ruhe. Ich hasse alles an dir. Deine penetrante Eifersucht, deinen maßlosen Egoismus, deine Scheißbrutalität. Ist doch kein Wunder, dass dich keiner leiden kann. Du bist doch immer nur deprimiert. Und alle anderen sind dran schuld. Und ich, Idiot, schlag mich seit Monaten mit schlechtem Gewissen herum. Ich ersticke noch an Schuldgefühlen. Dabei habe ich dich überhaupt nicht angelogen. Das macht ja gar keinen Unterschied, ob man lügt oder die Wahrheit sagt. Du bist immer beleidigt. Oder wütend oder sauer. Den ganzen Frust lässt du an mir aus. Unfassbar. Dass mir das überhaupt bieten lasse. Du schlägst mich nie wieder. Du wirst mich nie wieder anfassen. Du bist so mies und so klein und... Jetzt hau ab. Verpiss dich! Ich habe Rainer erschossen.